Merkel Mediatle. Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, heute werden wir eine ganze Reihe von Anträgen und Artikelgesetzen auf den Weg bringen, die insgesamt dazu dienen sollen, dass wir alle gemeinsam gut durch diese Krise kommen. Die Krise betrifft uns alle. Öffentlich diskutieren wir zwar viel über die Bundesliga, Kaufprämien oder aber auch also für Autos oder aber auch über Kredite. Wir haben es aber nicht mit einer Wirtschaftskrise wie 2008 und 2009 zu tun, sondern die Corona-Krise betrifft vor allem auch das Soziale. So eine lange Schließung von Schulen und Kitas nötigt Familien tatsächlich Übermenschliches ab. Arbeit im Homeoffice hat sich theoretisch immer sehr, sehr nett angehört, aber ganz ehrlich, auch mir geht es so ähnlich wie vielen anderen von Ihnen auch, mit zwei Jungs zu Hause, die nicht auf den Sportplatz gehen dürfen, das wird irgendwann sehr anstrengend. Es ist aber auch eine große Herausforderung, insbesondere auch für die Menschen, die in Pflegeheimen, in Kitas, in der Jugendhilfe, aber auch aktuell, wie gesagt, hier in den schwierigsten Bedingungen einen richtig, richtig guten Job machen. Und deswegen möchte ich hier einmal an dieser Stelle meinen Dank an die Familien, an die Pflegerinnen und Pfleger, die Erzieherinnen und Erzieher, aber an alle anderen, die gerade wirklich über sich hinauswachsen. Ihr seid der soziale Kitt der Gesellschaft. Ihr hält uns in dieser Krise zusammen. Vielen herzlichen Dank. Es gehört zum guten Ton in diesem Hause, sich auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ministerien zu bedanken. Aber ich möchte das heute einmal ausdrücklich sagen, weil gerade die Mitarbeiterinnen in den Ministerien machen ihre Arbeit nicht in der Öffentlichkeit. Und so, finde ich, bekommen sie auch nicht die Anerkennung, die ihnen tatsächlich zusteht. Auch hier vielen herzlichen Dank, was Sie hier gerade leisten. Herzlich möchte ich mich aber auch im Namen meiner Fraktion bei den Anzuhörenden bedanken. Warum? Denn ohne Murren und Knurren haben Sie tatsächlich die enorm verkürzte Anhörungsfrist mitgetragen, wertvolle Stellungnahmen geschickt. Uns allen ist klar, ungewöhnliche Zeiten machen dieses erforderlich. Verehrte Damen und Herren, ich werde nicht im Detail auf alle Änderungen eingehen können, deswegen erlauben Sie mir eine Priorisierung. Den Schülerinnen und Schülern, die in diesem Jahr Abschlussprüfungen vorbereiten, haben wir es nicht ganz einfach gemacht. Den einen oder anderen unabgestimmten Vorschuss der Bildungsministerin hätte es aus meiner Sicht nicht gebraucht. Dennoch ist es am Ende gut gegangen. Es war wichtig, dass wir von vornherein klar machen, dass das Jahr 2020 kein verlorenes Schuljahr sein darf. Der erste, der mittlere und das Abitur werden auch in diesem Jahr regulär erworben. Und glauben Sie mir, ich habe einen, der nächste Woche seine MSA-Prüfung schreibt. Wir hatten kontroverse Diskussionen zu Hause, aber auch ihm habe ich klar gemacht, wir bleiben dabei und es ist richtig, dass die Prüfungen durchgeführt werden. Möglich machen die Prüfung, die Schulleitungen, die Lehrkräfte, die sich hier kreativ mit grandiosem Einsatz um die Schülerinnen und Schüler und um deren Sicherheit kümmern. Für uns ist wichtig, dass es keine Probleme bei der gegenseitigen Anerkennung der Abschlüsse geben darf. Der jetzt beschrittene Weg stellt sich da sicher vor uns. Dennoch müssen wir auf die besonders schwierige Situation eingehen und hier Antworten geben. Deswegen bleibt es auch weiterhin unsere Forderung, dass bei der Benotung ein Nachteilsausgleich geben muss. Die Bedingungen zu Hause, darauf sind Sie auch schon eingegangen in Bezug auf Unterstützung der Eltern, die technische Ausstattung sind sehr, sehr unterschiedlich. Niemand darf um seine Lebenschancen gebracht werden, weil er zu Hause nicht die nötige Unterstützung bekommt. Wir brauchen diesen Nachteilsausgleich. Das bedeutet nicht, dass wir hier irgendjemanden irgendwelche Abschlüsse hinterher schmeißen wollen oder mit besseren Noten sozusagen hinterherwerfen sollen, denn es soll ja auch nicht heißen, dass Ihnen das Abitur oder MSA oder ESA geschenkt worden ist. Nein, es geht hier nur um ein hohes Maß an Flexibilität für die Schulen. Hohe Flexibilität, das ist wichtig und richtig, darf aber nicht heißen, dass bei der Bewältigung der Krise die Schulen tatsächlich alleine gelassen werden. Sie brauchen recht feste Richtlinien, es geht, was geht und was nicht geht. Und lassen Sie mich das hier einmal ganz deutlich sagen, wenn Hygienepläne an mangelnder Versorgung mit Seife und Desinfektionsmitteln scheitern, dann macht der Schulträger seinen Job nicht richtig. Das muss behoben werden und wenn nötig, gibt es ja auch die Unterstützung des Bildungsministeriums. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, das hat auch unsere vollste Rückendeckung. Es gab viel Kritik, ich muss so schnell reden, weil ich schaffe meine ganzen Punkte nicht. Es gab sehr viel Kritik an der normalerweise schulfreien Öffnung, also an der normalerweise schulfreien Tage,
Prüfung zu nutzen. Wir haben hier in der Anhörung festgestellt, dass insbesondere die berufliche Schulen dieses für sich gerne nutzen wollen. Ich sage hier aber ganz deutlich, wir wollen uns diesem zwar nicht versperren, aber die Beschäftigten, die Gewerkschaften müssen hier mit eng mit eingebunden werden und auch sie müssen hier gehört werden und wir finden, dass sie dieses Recht auch zu Recht einfordern. Viele Beschäftigte leisten aktuell sehr, sehr viel und das bekommt auch unsere Anerkennung. Ich möchte jetzt noch einmal auf die Familien eingehen, die ich auch schon bereits am Anfang meiner Zeit genannt habe, weil sonst reicht tatsächlich meine Zeit nicht aus. Wir haben tatsächlich nicht alles lösen können, auch nicht mit dem Artikelgesetz und auch nicht mit der stufenweise Öffnung der Kitas, denn wir wissen, dass viele Eltern hier tatsächlich immer noch in großer Not sind. Sie leisten hier sehr, sehr viel Gutes und wir wollen ihnen auch nicht nur danken, sondern für uns bleibt es braucht auch spürbare Entlastung zu sorgen. Denn es ist ein schwerer Gang zwischen Gesundheitsschutz und Frühkindtierbildung, tatsächlich den richtigen Weg zu finden, das wissen wir. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn mehr über 1000 Bundesliga-Spieler gesprochen wird als über 3,7 Millionen Kinder, Kita-Kinder, dann sage ich das auch sehr selbstkritisch als stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD. Es ist uns bisher nicht vollständig gelungen, die Wichtigkeit dieses Themas auch in der Öffentlichkeit und in der Debatte so zu verankern. Das stößt bei Familien auf großes Unverständnis und das zu Recht. Hier hat die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey unsere vollste Unterstützung, denn sie kämpft weiterhin für mehr Perspektiven für die Familien. Auch auf diesem Weg gebrachte stufenweise Öffnung der Kitas bringt, wie gesagt, nicht für alle Eltern eine Lösung, denn die jetzt voll arbeiten müssen, denen hilft es eben nicht, wenn sie keinen Anspruch auf Notbetreuung haben. Da ist es folgerichtig, dass auch für den dritten Kita-Monat, den Juni, jetzt die Beiträge entfallen. Ich freue mich sehr, dass wir mit Jamaika uns sehr, sehr schnell und konstruktiv hier einigen konnten und dieses auf den Weg bringen. Und endlich sind auch die Hamburger Rand Kids in diese Regelung ja auch mit aufgenommen worden, die sonst normalerweise in Hamburg die Krippe oder die Kita besucht haben. Für uns bleibt aber als SPD, das wird Sie nicht wundern, wir wollen, dass frühkindliche Bildung insgesamt beitragsfrei ist. Daher wünschen wir uns, dass ab 22 in diesem schönen Bundesland auch die Kita-Gebühren endlich abgeschafft werden können. Da kann man ja wieder drüber abstimmen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir wollen, dass die Familien wieder stärker in den Fokus kommen und wir wollen vor allem auch, dass die Beschäftigten hier auch gehört werden. Zu dem letzten Punkt muss ich das leider sehr, sehr knapp machen, denn mit dem Sozialdienstleister, mit dem SODEC hat der Bund mit den Landesministerinnen ja hier auch ein Gesetz auf den Weg gebracht, um gerade auch Menschen, die in der Pflege sind, die Pflegefachkräfte, aber auch in den Werkstätten, wo Menschen mit Behinderungen arbeiten, hier auch eine Richtlinie auf den Weg zu bringen, damit sie auch sicher und gut durch diese Zeit kommen, denn sie sind diejenigen, die auch gerade darunter leiden, dass vieles hier auch geschlossen sind. Wir brauchen diese Sozialdienstleister nicht nur im Bereich Bildung wie Schule oder Kita, sondern auch insbesondere in diesem sozialen Bereich müssen wir unsere Sozialdienstleister schützen, ihnen einen Weg aus dieser Krise tatsächlich gemeinsam auch aufzeigen. Und hier sind tatsächlich aber auch die Kreise und die kreisfreien Stehe genauso gefragt. Wir wollen, dass die Menschen, die einen wirklich wahnsinnig Frau guten Job Abgeordnete, machen, auch nach der Krise zum letzten ihren Satz. Job machen. Mein allerletzter Satz, wir haben nicht irgendeine Wirtschaftskrise, die Corona-Krise betrifft alle Lebensbereiche. Es ist vor allem auch eine soziale Krise. Mit diesem Artikelgesetz versuchen wir allen den Rücken zu stärken, die im Moment die sozialen Auswirkungen am meisten zu spüren haben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.